der Sonnenaufgang ist. Ich will mich nicht anlügen, aber es läuft nicht so geil. Ich bin müde. So, es ist jetzt 5:30 morgens. Es ist noch dunkel, Sonnenaufgang ist um 6.36 Uhr. Motivation ist, geht so. Wird heute ein sehr langer, harter Tag. Ich mache mich jetzt fertig. Ich habe hier noch ein paar Sachen. Trikot, Armlinge, da muss ich noch ein paar suchen. Ich habe hier meine Riegel, GoPro, eine Uhr, noch ein Übungswerkzeug, meine Warp AirPods später, falls es mir langweilig wird. So, hier habe ich mein Asus Spider-Bag und da habe ich die ganzen, werde ich jetzt die ganzen Sachen reinmachen. Ich ziehe jetzt noch eine Weste an, die ganzen Riegel, das ganze Zeug kommt jetzt hier in den Spider-Bag und dann geht's los. Ich mache jetzt gerade hier noch mein Mountainbike fertig. Jetzt gerade die Wattpedale dran geschraubt. Eins lädt hier noch kurz, solange ich mich anziehe, auf Nummer sicher zu gehen. Geht's jetzt schon gleich los. Ich bin ziemlich nervös, würde ich sagen, weil ich weiß jetzt halt einfach nicht, was passiert. Aber wir werden sehen. Guten Morgen. Jetzt geht's los. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Anstieg. Es ist noch sehr frisch. Ich wünschte, ich hätte Beinlinge mitgenommen, aber jetzt ist es halt so. Ich denke, in der Stunde wird mir eh warm und boah, der Sonnenaufgang ist. Runde Nummer 1 geschafft. Ganz schön atemraubend. So, ich habe jetzt knapp 2000 Höhenmeter. Ich will mich nicht anlügen, aber es läuft nicht so geil. Naja, vielleicht wird es auch besser, wenn die Temperatur steigt. Wir haben jetzt kurz vor 9, 1845 Höhenmeter. Wenn ich oben bin, müssen so 1,9 sein. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, 3100 Höhenmeter. Mein linkes Knie macht mir echt so krasse Probleme. Ist richtig nervig, Mann. Das hat jetzt schon zweimal verstellt. Aber schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich was geholfen hat. Bei manchen Bewegungen, da tut es immer richtig weh und blockiert. Naja, schaue ich mal, wie weit ich noch komme und wie lange ich es noch aushalte. Oliver Giss ist hier. Ja. Und? Was gibt's für News? Ja. Ich wollte schon gerade ein Interview machen. Ich wollte ein Interview mit dir machen. Wir kommen hier in der Mountainbike Challenge. Was hast du heute vor? Ja, ich hatte vor, 8850 Höhenmeter zu fahren. Er denkt aber sich, Helm sieht scheiße aus, aber. Aber? Ja. Mein Knie tut völlig weh. Ich habe richtige Probleme an den steilen Stücken normal zu pacen. Ja, ja. Ja, und wie ihr hört, höre ich mich auch schon richtig scheiße an. Ja. Ich bin so durch, ich hatte auch gerade einen Nachtflash von 5 Minuten. Und ich habe jetzt 3700 Höhenmeter in 5,5 Stunden. Das heißt, ihr könnt euch ja mal ausrechnen, das mal 2, dann sind wir bei 11 Stunden. Und dann haben wir 7400 Höhenmeter. Eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das Knie macht halt gerade echt Probleme. Und ich weiß noch, wie es letztes Jahr war. Als mein Knie wehgetan hat und ich weitergemacht habe, hatte ich anderthalb Monate gar kein Fahrrad mehr, weil es so wehgetan hat. Also schaue ich jetzt mal noch, wie lange es geht. Und jetzt, dann höre ich auf. Okay, naja, das machst du ja für dich, oder? Machst du ja nicht für irgendjemanden. Für meine Fans. Für deine Fans. Nee. Also, ich habe noch eine Frage. Ja? Bist du einfach, keine Ahnung, auf dem Klo gesessen, hast du dir überlegt, was mache ich jetzt heute? Ah, komm, ich mache eine Mount Everest Challenge, oder war das durchgeplant? Nee, nee. War nicht geplant. Einfach mal spontan. Ja. Ja, also. Weil ich habe gedacht, ich wollte ja auch Ende April dieses 500 Kilometer Rennen in Paris fahren. Ja.
Aber das ist jetzt alles so schwierig geworden. Jetzt schauen wir halt mal, wie es heute läuft. Wenn das Knie noch weiter Probleme macht, kann ich das auch vergessen. Ja. Ja. Aber ja, ist schon eigentlich von Grund auf total unnötig. Unnötig, ja. Aber so ein bisschen so eine Grenzerfahrung, weißt ja, 500 Kilometer ist auch nicht wenig. Ja. Ich bin im Winter schon mal 500 Kilometer auf der Rolle gefahren. Ja, im echten Leben ist das alles viel schwieriger. Ja, natürlich. Ja. Überleg mal, da habe ich erstmal Nudeln gefräst während dem Rollefahren. Das kannst du ja auf dem Fahrrad halt schlecht. Ja. Das ist ja, ja. So schöne Teller Pasta. Teller Pasta, Alter. Lecker. Lecker, Alter. Ja. Nee. Bevor ich mich gleich noch mehr kaputt machen muss. So, zurück ins Studio. Das war's, meine Lieben. Muah. Nee, ich will gerade keinen Haribos. Total. Ich bin müde. Okay. Höhenmeter. 2800 sind es noch. Ich war vorhin eine richtig harte Zeit. Ich wollte echt aufhören, aber jetzt habe ich Support und jetzt versuche ich es durchzuziehen. Wieder neuer Support. Nullermatsch, Alter. Da sieht man mich hier hochquell. Die Berge freiwillig. Aber wenn der Mike sagt, er macht jetzt beim dritten Mal, dann muss man ihn unterstützen und dann quäl ich mich auch mal einen Berg hoch. Ah. Also, ich würde jetzt auch gerne noch was sagen. Aber ich bin ziemlich müde. Und meine Beine tun ziemlich weh. Aber nur ein bisschen. Ich habe jetzt 9 Stunden 43 und 6730 Höhenmeter. Ich bin müde. 10,5 Stunden, 7300 Höhenmeter. Noch 1500. Dann habe ich es. Noch 1000 Höhenmeter. Max, was sagst du zu der Performance? Junge, diesmal zieht das durch, Alter. Ich habe es am Anfang nicht gedacht, aber er zieht es durch. Junge, ich bin stolz wie Bolle. Ich bin eine Bolle und ich bin stolz wie einer. Ich würde das gerne kommentieren, aber mir fehlt ab und zu ein bisschen die Luft. Jetzt habe ich noch keine Krämpfe, wie letztes Mal. Spezi! 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 Alter, Junge! Oh, Digga, ich will noch was sprechen. Sau stark, Alter, sau stark, Junge. Strong. Ich habe heute den Döner auch wieder verbrannt.
So, hi Leute, willkommen zu Ende des Vlogs. Und wie war's? Lustig. Hart. Hast du es geschafft oder nicht? Ja. Ja? Ja. Geil. Die Supporter sind da und derjenige, der nur einen Arm hat, ist auch da. Der eine Arm, gell? Somehow we gotta find a way.